T-R-A-U-R-I-G. Das ist ja ich schön. Ich möchte reisen auf dem Gleisen, darum tut es mir so weh, denn ich bin nicht G-E-K-U-P-P-E. Das war das Zitat der Woche. Musical mal ein Jahr läuft, dann sagt man, boah, das ist echt gut. Wenn es mal 5 Jahre läuft, dann ist es in der West End oder Broadway oder mal in Deutschland von vor 100 Jahren eigentlich. Aber wenn ein Musical seit den 80er Jahren läuft, dann ist es Starlight Express. Und wir haben uns die aktuelle Version von Starlight Express, weil da gibt es so ein paar Unterschiede zwischen den Jahrzehnten, haben wir uns in Bochum angeschaut, im Starlight Express Theater, was jetzt von Meer Entertainment einfach betrieben wird, schon seit Ewigkeiten. Starlight Express ist im Prinzip... Ja, was ist es denn eigentlich, Starlight Express? Ein Musical? Ja, es ist im Prinzip die Geschichte von einem kleinen Jungen, der abends mit der Spielzeugeisenbahn spielt und dann schläft er ein und träumt quasi, wie seine verschiedenen Züge, also die Diesellok, die E-Lok, die alte Dampfeisenbahn, wie die alle gegeneinander Rennen fahren. Das habe ich erst ganz zum Schluss verstanden. Ich habe gedacht, warum sagt dieser kleine Junge da immer zwischendurch was? Aber es macht voll viel Sinn. Ich wollte ihn jetzt nicht unterbrechen, mach weiter. Ja, und man muss sich das so vorstellen, man sitzt in diesem Theater wie in einer riesigen Sportarena, also man sitzt in mehreren Blöcken und in dieser Arena sind mehrere Kreise, wo diese Züge fahren. Vorne ist auch noch eine riesige bewegliche Brücke, die sich über die Bühne schwenkt, wo die Züge dann rauf, runter fahren und so weiter. Also es ist echt cool gemacht und es ist auch ein Musical, was nur in Bochum so funktionieren kann, weil dieses Theater extra dafür gebaut wurde. Und das sieht man auch, wenn man reinkommt. Das ist jetzt nicht ein Theater, wo man jetzt morgen Mary Poppins drauf spielen könnte. Nein, also dieses Theater ist echt speziell für Starlight Express und es ist echt ein einmaliges Erlebnis und... Also jetzt mal mit dem Vorteil anzufangen. Es ist für mich eine gigantische Show. Also wir sind da ganz vorne gesessen in diesen drehbaren Stühlen. Genau, vorne gibt es 360-Grad-Stühle, damit man quasi... Man guckt ja vorne auf die Bühne, aber die fahren ja oft auch hinter einem. Man kann sich, wie in so einem Bürostuhl, kann man sich quasi um die eigene Achse drehen. Und das machen auch alle. Das ist voll lustig, denen zuzuschauen. Echt cool, vorne in solchen Sesseln drin zu sitzen. Man kann sich dann quasi da mal umgucken. Und die springen eben ganz krass über die Kanten drüber. Die können wirklich... Rollstuhl fahren. Also die machen das sehr, sehr lange und die machen da waghalsige Sachen sehr, sehr nah an einem dran. Das ist für mich eine geniale Show, sowas, was ich von anderen Musicals nicht gewohnt bin. Also das ist so, also sie sagen ja auch, das rasanteste Musical der Welt, aber es ist echt des voll Universums. Raus. Ist das ein Unterschied? Das wegen Starlight oder richtig, was? Deswegen das rasanteste Musical im Universum. Entschuldigung, das rasanteste, egal. Kein Thema. Kann ich jetzt weiter? Also... Du bringst dich voll aus dem Konzept raus. Es ist, also für mich ist es mehr Show als Musical, ganz genau. Also das ist so, weil es, wenn man dann nachher zur Musik kommt... Wollen wir schon zur Musik kommen? Kommen wir mal zur Musik. Also die Musik ist so eine Mischung aus Big Band Sound. Also sagen wir es mal so, es gibt zwei Versionen. Ganz, ganz früher war es mehr dieser Big Band Sound und 80er Jahre Pop Rock sozusagen. Und mittlerweile haben sie aber viele Songs verändert, ein paar rausgeschmissen, ein paar neue reingemacht, um mit der Zeit zu gehen. Und es vermischt sich quasi so Big Band Sound mit so ein paar Hip-Hop-Elementen, was ich persönlich... nicht so mag, weil ich deswegen sehr... Deswegen heißen die auch Hip-Hopper 1 und Hip-Hopper 2. Ja, aber ich mochte zum Beispiel die alte Show, die ich auch schon mal gesehen hatte, mochte ich besser, weil... Du mochtest sie besser? Ja, mochte ich lieber, weil da dieses Feeling von der Musik und dieser rote Faden schön da kann war. Kann ich mal deine Haare rein, weil das sehe ich schon die ganze Zeit, Entschuldigung. So. Ach, jetzt kommt er erstmal auf die Idee. Ja, ich schaue da schon. Also es ist quasi... Früher war es von der Musik her, fand ich, ein bisschen besser, weil heutzutage mit diesem Hip-Hop, es passt nicht unbedingt komplett rein in diese Show. Man will natürlich mit der Zeit gehen. Das spielt jetzt auch schon seit über 20, 25 Jahren dort. Also man will auch was Modernes reinbringen, aber finde ich persönlich nicht immer gelungen. Zum Beispiel eines meiner Lieblingslieder, Locomotion, haben sie rausgemacht. Locomotion. Ja, ist raus. Da haben sie jetzt quasi so eine All the Single Ladies nochmal rausgemacht. Und dann wieder aber mit so einem Big Band Sound dagegen zu kommen, finde ich, passt nicht immer.
Ja, ich kenne die Ursprungsversion nicht, genauso wie ich Orchestrierung nicht auseinanderhalten kann. Ist also, von Andrew Lloyd Webber übrigens orchestriert. Ja, und ich glaube... Und auch geschrieben, ja, aber man hört es auch. Ich glaube, manchmal. Sein Sohn hat da bei der neuen Version auch ein paar Songs mit. Ja, der hat mal gedacht, das Familienerbe, das ist ja schon so ein bisschen am Wankeln kommen. Verhunzig. Nein, aber... Nein, also ich, für mich ist es nicht wegen der Musik. Also uns werden jetzt bestimmt ganz viele schreiben, die es 100-mal sehen. Ich glaube, das hat einfach einen ganz besonderen Flair als Gesamtprodukt. Ja. Das ist... Definitiv und unbenommen, also das ist aber, die Musik ist für mich sehr, sehr schwach gewesen. Es gibt jetzt so diese Starlight Express, Starlight Express, also dieses Lied. Ja, diese Racing-Melodie und dann noch Ich bin G-E-K-O-P-P-E-L-T. Ja, das ist jetzt... Das macht mich T-R-A-U-R-I-G. Das ist ja schön. Ich möchte reisen auf dem Gleisen, darum tut es mir so weh, denn ich bin nicht... G-E-K-U-P-P-E-L. Das war das Zitat der Woche, präsentiert von Michelle. Danke. Danke. Ja, also für mich ist es nichts, was ich mir jetzt anhören würde zum Schluss. Gerade weil es nur so ein paar Lieder zwischendurch hat. Aber es ist eben schon alt. Und von den Darstellern muss man sagen, also es gibt ein paar, die noch ein paar Tricks drauf haben. Es, von den Stimmen her ist es mehr so in Richtung Rock'n'Roll, Gospel, so von den haben sie gecastet. Das Problem ist bloß bei Starlight Express. Und jetzt, also ich sage erst was Böses, aber meine es gar nicht so. Starlight Express ist ein Musical, nicht wo man... kommentieren jetzt, erst wo man, nein, erst gleich. Wo man nicht jeden Darsteller zu 100% versteht. Die spielen, es gibt Darsteller, die spielen das seit 10, 15 Jahren. Aber haben immer noch diese Akzent drauf und sie reden immer noch so. Das muss. Ja, und sie kriegen diesen Akzent auch nicht weg. Ich glaube, die machen auch nichts. Und jetzt dagegen. Pass auf, bei Starlight Express ist das einzige Musical, wo ich es entschuldige und wo ich sage, es passt zu dieser Show, dass die nicht alle perfekt Deutsch sprechen. Das ist mir. Aber das ist ein bisschen blasphemisch. Also nicht alle perfekt Deutsch. Ich glaube, wenn mal der Rusty als der Hauptdarsteller perfekt Deutsch kann, das ist schon die Ausnahme. Aber alle anderen, also die sind meilenweit entfernt davon, dass irgendwie Akzent, ich glaube, der ist auch gar nicht gewollt. In selbst wenn man sich die CD anhört, also ich habe eine uralte CD von Silent Express, muss man sich den Text dazu lesen, damit man weiß, ach, das singen die. Aber es hat einen Gesamtcharme. Ja. Es hat mit den Rollschuhen, das ist so Old-Style, es hat diesen Charme wegen dem Englischen, es hat den Charme wegen diesem, und wie dieser das schon so ewig läuft, ja. Einfach auch. Und das gibt es ja ewig. Starlight Express ist wirklich das einzige Musical, wo ich das entschuldige, dass die nicht alle perfekt Deutsch singen, weil ich denke, das gehört zu diesem Gesamtkonzept und die sind alle so super aufeinander eingespielt und es harmoniert alles gut, bis auf, wie ich finde, diese paar Hip-Hop-Nummern da drin, die ich jetzt nicht unbedingt bräuchte. Ja. Ja, aber für mich ist es für den Abend so ein 7 von 10 Sternen. 14 Sternen. Punkten. Sternen. Wegen Starlight Express Sternen, ja. Habe ich gedacht. Nein. Also ich gebe auch 7 von 10 Punkten. Aber weil es einfach nicht perfekt ist, absolut gar nicht. Es hat so viele Fehler, aber es ist so kultig, ja. Und es ist so man schnell. Man muss es angucken. Man muss es auf jeden Fall einmal anschauen. Und es wird auch nur dort gespielt. Also nicht hoffen, vielleicht kommen sie ja in ein paar Jahren nach Stuttgart. Definitiv. Oder mal nein. in so eine deutsche Halle zwischendurch oder nee. So. Das passiert nicht. Einen Tipp habe ich noch. Und zwar habe ich erfahren, dass Starlight Express Mitte, Ende März auch mal an einem Abend auf Englisch gezeigt wird. Das heißt, die werden die ganzen Songs... Da müssen sie ja gar nichts anderes machen. Nein, das wird der akzentfreie Abend. sie singen quasi dieses komplette Stück auf Englisch. Guckt mal, googelt mal, da gibt es irgendwo Termine. Wahrscheinlich ist es sowieso schon wieder ausverkauft, aber das würde sich auf jeden Fall lohnen. Ansonsten... Ansonsten noch ein Tipp für euch, ja. Wegen den Tickets. Weil, das läuft schon so, so lange da und... Man hat immer eine sehr, sehr große Chance, jetzt nicht für den Normalpreis reinzukommen. Also gerade im Sommer ist immer so 5 Tickets für 1 oder nicht so krass, aber es ist schon echt sehr, sehr günstig. So Family and Friends für 100 Euro mal. Man sitzt auch unter der Woche teilweise in Kategorie 1 und am Wochenende ist es dann Kategorie 2. Also die verschieben auch die Kategorien, die Preiskategorien. Macht jedes Jahr. Der Stage macht das auch sehr gerne, auch am Wochenende. Haben wir noch gar nicht gesehen. Wieder was aufgedeckt. Investigativ. Nein, aber man bekommt echt immer relativ günstige Tickets da. Also, oder wenn ihr einen ganz speziellen Platz wollt, dann könnt ihr jetzt auch Normalpreis buchen, aber ich glaube, das ist nicht meine Empfehlung, wenn ihr noch nie dort wart, geht einfach direkt vorne dran oder sitzt direkt an den Reihen, wo die dran vorbeifahren. Das seht ihr dann auch im Saalplan. Und habt keine Angst, dass ihr überfahren werdet. Meistens wissen die schon, was sie machen und es sieht sehr, sehr viel gefährlicher aus, als es ist, hoffentlich. Hattest du Angst vor denen, oder wie? Als sie darüber gesprungen sind, das fand ich schon, also da macht die so... Das machen die ja jeden Abend. Das ist ja, aber ich bin doch da nicht jeden Abend. Ach so, okay. Deswegen ist das schon sehr...